Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest hier zu unserem ersten Tramsim-Let's Play-Video. Schön, dass du da bist. Ja, in diesem Let's Play wollen wir uns natürlich so ein bisschen uns mal ViewApps neuen Simulator hier anschauen. Wir hatten ihn ja nun, wie gesagt, ein paar Mal im Livestream. Jetzt aber mal mit mir alleine, dass wir uns ja auch mal so ein bisschen auf das Spiel konzentrieren können, auf die Klänge, die Sounds konzentrieren können und dass das Ganze hier natürlich stimmt. Wir werden dann natürlich in dem Let's Play uns auch ein wenig über Tramsim unterhalten und deswegen würde ich sagen, ich ziehe schon mal vor, denn sonst kommt der Kollege und schnappt mir hier meine Fahrgäste weg und das ist genau das, was ich hier nicht möchte. Ihr seht auch, ich habe jetzt doch wieder Schatten. In dem letzten Test-Review-Video gab es da wohl ein kleines Problemchen mit der ganzen Sache, denn ich durfte meinen kompletten Tramsim nochmal neu installieren und siehe da, Schattentexturen. Keiner weiß warum, wieso, weshalb. Und da kommen wir nämlich dann schon auch zum großen Problemkind, denn es ist ja nun mal nichts Neues. Ihr wisst auch alle und ich hoffe, ich drehe dem einen oder anderen jetzt hier nicht zu nah. Ich möchte nicht, dass hier irgendwie die Gerüchte entstehen, dass ich hier ein Tramsim-Hater bin oder ein Lotus-Liebhaber. Ja, das spielt mit dem, das eine hat mit dem anderen absolut überhaupt nichts zu tun. Man muss aber nun mal dazu sagen, dass ja, Tramsim nun schon sehr, sehr buglastig ist. Fängt schon damit an, dass er einfach meine Option einfach nicht speichert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das bei euch funktioniert. Wie macht ihr das? Ja, vielleicht macht ihr irgendwas anderes, was ich vielleicht nicht mache. Fängt das Ganze schon einfach mal mit der Thematik an, dass ich jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, erstmal meine Sound, also die Soundeinstellung, die gibt es ja gar nicht, meine Grafikeinstellung einstellen muss. Er setzt alles auf Null zurück, ja, sodass ich das Ganze dann nochmal, wie gesagt, neu einstellen muss, alles. Und das ist halt ein bisschen lästig, weil er nämlich auch automatisch die Auflösung verändert. Und ich habe 4K-Monitor, möchte das Ganze gerne in 1080p aufnehmen. Ja, also in 1080p dann dementsprechend halt auch spielen. Sollte eigentlich für viele Spiele keine Schwierigkeit darstellen. In Tramsim sieht es immer anders aus, weil er stellt dann einfach dann meine, ja, die Auflösung auf 1280x400, keine Ahnung. Ja, also in so eine ganz, ganz komische Auflösung. So, und die kriegst du dann auch nicht mehr raus. Ja, dann bist du dann die ganze Zeit am Hin und Her fuchteln. Irgendwann stehen gar keine Anzeigen mehr da. Also das ist mega tricky. Und das ist halt nur eines, ja, dieser ganzen Features, die Tramsim irgendwie aktuell kaputt machen, meiner Meinung nach. Wintenstraße. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Tramsim sieht absolut hübsch aus. Ja, wenn wir uns das Ganze hier wirklich angucken, ja, wie das Ganze mit dem Schatten. Und das war ja auch das, was mich so in dieser Beta so richtig fasziniert hat, ja, dieses Zusammenspiel zwischen der Sonne und dem Schatten, das sieht ordentlich aus, das sieht mega ordentlich aus und wie gesagt, das zeigt dann halt auch, wie stark diese Unreal Engine ist denn halt, ja, und wenn du natürlich dann neue Leute dran hast, die da auch wirklich davon wissen, was sie machen, ja, dann kann das schon wirklich, wirklich hübsch sein. Also, keine Frage, Tramsim ist absolut schick. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass man jetzt hier auf jeden Fall in den nächsten Tagen, nicht jetzt irgendwie in Wochen, sondern das sollte jetzt schon in den nächsten Tagen passieren, dass man sich hier so ein bisschen mit diesen mit den ganzen Bugs jetzt auseinandersetzt. Sonst wird das Ganze ein echtes Bugfest. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei euch halt aussieht. Ne? Ich kann es ja immer nur von meiner Sicht sagen, wie das halt bei mir hier gerade so ausschaut und was ich gerade hier so für Probleme habe. Ja, macht es halt gerade aktuell. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Macht das halt gerade relativ wenig Spaß, denn hier irgendwie den Tramsim zu starten, wenn du halt weißt, dass du wieder damit Probleme hast am Anfang. Oh, pardon, Entschuldigung. Der Husten. Genauso ist das wie mit den TCP, da, hier diese Punkte hier, die man ja hier sammeln kann in Tramsim, ja. Die verschwinden jedes Mal, ja. Du musst dann eigentlich immer wieder von vorne anfangen. Also irgendwie scheint die Simulation ein absolutes Speicherproblem zu haben. Warum auch immer. Er speichert halt einfach nichts. Und den habe ich jetzt auch schon oft gelesen. Und es wurde auch unter meinen Review-Videos, wurde das Ganze geschrieben. Und zwar, dass die Straßenbahn halt wohl ziemlich rumbacken soll hier an der Stelle von den Gelenken her. Davidgasse. Da muss ich halt gestehen, das fällt mir halt nicht so auf, wenn ich hier halt vorne drin sitze, sehe ich halt natürlich nicht. Oh, Alter. Sehr nett von dir, danke.
Sehe ich das natürlich nicht, ja, wenn da hinten das Gelenk da irgendwie sich da zusammenknickt oder sowas. Ich sitze, wie gesagt, vorne in der Fahrerkabine. Ja, also das ist dann natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Ihr habt auch geschrieben gehabt, dass es nicht die Stimme der Frau ist, sondern unsere Stimme als Mann. Da hätte man es meiner Meinung nach ein bisschen besser lösen müssen. Ja, dass man zum Beispiel so eine Art Funkspruch dann abgibt am Anfang oder sowas. Ja, ich fahre jetzt los oder irgendwie sowas. Ja, dann hätte man das zuordnen können. So läufst du an die Frau ran und dann sagt die Frau dann auf einmal, gehen Sie mir bitte aus dem Weg oder irgendwie sowas. Ja, das ist dann natürlich dann... Ich persönlich bin jetzt nicht drauf gekommen, dass es unsere Stimme ist, weil er sagt es ja auch nicht zu jedem Fahrgast halt. Ne? Er sagt es halt immer nur zu bestimmten. Oh, jetzt fährt er nicht. Jetzt. Ja gut, dann habt ihr nicht gesehen jetzt. Sonst stehen wir hier morgen noch. Ja, wie gesagt, das sind so diese ganzen Sachen, die das Ganze halt gerade ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen, jetzt gerade... eher ein bisschen lästig sind, als wie das es Spaß machen. Auch die Informationen habe ich jetzt bekommen, dass ja hier Lotus, sage ich schon, dass ja hier Aerosoft ja ein großes Bahnfest hier veranstalten wollte. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, der zu mir gesagt hat, kauft nicht bei MMO, mein Key wurde gesperrt. Nicht einen habe ich davon gehört. Wo war Aerosoft also? Man hat es hier einfach wieder vorgetäuscht, ja, man hat hier was angekündigt, was nicht stattfindet, um natürlich die Leute von diesen Plattformen natürlich fernzuhalten, ja, damit sie es ja wirklich realistisch auf Aerosoft oder Steam kaufen. Klar, wie gesagt, man muss halt, man weiß halt nicht, wo die Keys herkommen, ne, die dabei Games Planet ist legal, aber wo die Keys jetzt bei MMOGA oder wie die anderen Keyseller heißen, wo sie die herhaben, das weißt du halt nicht, ne? Aber halt so eine Drohung halt auszustellen, den Leuten so Angst zu machen, finde ich, ist eine falsche Verkaufstaktik von Aerosoft. Und kann ich aktuell eigentlich nicht gutheißen. Das finde ich schau, ja. Wenn die hier so über die Weichen poltert hier, ja. Max-Leinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6, 18. In Richtung Burggasse, Stadthalle 62. In Richtung Leinz, 14a. Lokalbahn nach Baden. S-Bahn. So, und dann alles einsteigen. Liegen ja Gott sei Dank gut in der Zeit aktuell. Kann man nicht meckern. Ja, wie gesagt, und dann fehlen mir halt auch diese ganzen kleinen Gimmicks hier, wie zum Beispiel das Sonnenrollo runtermachen, Fenster hier aufmachen oder sowas. Einfach so dieses bisschen Spielzeug halt, ja. Deswegen bin ich gespannt, wo die Richtung mit Tramsum auf jeden Fall hingeht. Der Startschuss ist auf jeden Fall gesetzt. Und ich finde, er macht zum Start halt alles richtig. Klar, es gibt kein perfektes Spiel, was wirklich zum Release halt wirklich grandios, ja, hallo, was ist heute mit meinem Deutsch hier? Was am Anfang halt wirklich funktioniert hat. Ja, es gibt immer Spiele, die haben ihre Schwächen, ihre Macken. Ja. Und das darf man jetzt bei Tramsum natürlich jetzt dann nicht alles zu doll bewerten. Das mache ich auch nicht, ja. Falls es vielleicht in dem Video vielleicht jetzt rüberkam. Genau, also wie gesagt, da muss man jetzt dann halt sehen, was auf jeden Fall die Zukunft macht, jetzt hier mit Tramsim.
Freue ich mich drauf. Mal gucken, was uns so als nächstes erwartet. Wie gesagt, ich gehe erstmal stark davon aus, die nächsten Patches auf jeden Fall, die werden kommen. Und dann geht man wahrscheinlich dann irgendwann dann drüber, dass man dann so DLCs macht oder sowas. Das wäre natürlich fantastisch. Wie gesagt, wir hatten es ja auch schon im Livestream gesagt gehabt, ne, VueApp plant das ja jetzt als Startschuss hier für eine Plattform halt. Ja. Also Tramsim wird nicht nur Wien enthalten, sondern soll auch irgendwann dann halt wirklich mit anderen DLCs erweitert werden. Aufpassen hier, nicht dass ich jetzt wieder vorbeifahre und die Fahrgäste hier wieder stehen lasse. So, wundervoll. Ja, diese ganzen Soundkulisse. Wie gesagt, also ich finde Tramsim wirklich hübsch. Das Problem ist, dass mir so ein bisschen so der Wiederspielwert fehlt halt. Ja, also klar, du kannst halt so deine Linie hin und her fahren und in verschiedenen Tageszeiten kannst du fahren, aber auch zum Beispiel Wetter fehlt halt. Ne? Also du kannst halt nur im Sommer fahren. Ja? Du hast keinen Herbst, du hast keinen Winter. Frühling halt auch nicht. Du hast halt wirklich nur den Sommer. Dann, wie gesagt, eine Linie, die du dann halt wirklich fahren kannst, rauf und runter. Keine extra Events zum Beispiel, dass irgendwelche Feierlichkeiten sind, ja, in Wien oder irgendwie sowas. Ja, auch sowas gibt es halt nicht. Aber wenn ihr euch das jetzt anschaut, wie es mit dem Schatten aussieht, wirklich richtig geil, richtig hübsch. Wer sich damals noch hier so ein bisschen an TMS Studios World of Subway erinnern kann, das sah auch übelst hübsch aus. Ich weiß gar nicht, was die damals für eine Engine hatten für World of Subways. War das nicht auch schon die Unreal Engine? Eieiei, da muss ich jetzt echt passen. Ich bin aber der Meinung, dass ich da UE gelesen habe. UE, wie gesagt, für Unreal Engine. Also wenn ihr da mehr wisst, dann könnt ihr ja gerne mal das ja in die Kommentare posten. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Aber ich bin der Meinung, dass das halt auch schon die Unreal Engine war. Fernbus-Simulator, ja, Tourist-Bus-Simulator, alles mit der Unreal Engine. Und auf langer Sicht, ja, wird es wahrscheinlich auch die Unreal Engine sein. Zumal, wie gesagt, halt wirklich das Schöne ist, was halt auch Lotus-Veteranen wahrscheinlich überhaupt nicht juckt, ist zum Beispiel, dass man diese Spiele zum Beispiel auch auf eine Konsole portieren kann. Ja, also du hast hiermit zumindest schon mal den Grundstein gelegt, ja, dass man das Ganze dann halt zum Beispiel auch auf der PlayStation 5 spielen kann oder auf der Xbox Series S, X, ja, wie sie alle heißen. Was zum Beispiel jetzt der Bus-Simulator macht. Ja, Bus-Simulator, der normale Bus-Simulator 21, der jetzt erscheint, der jetzt auch für die PlayStation 4 dann kommen wird und für die Xbox. Ja, also das Ganze ist ja auch wieder Unreal Engine und das kannst du halt dann wirklich alles dann auch auf der Konsolen bringen. Also mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn wir eines Tages Tramsim auch auf eine Konsole sehen. Muss man abwarten. Meierhofgasse. Würde ich auf jeden Fall begrüßen, gucken wir uns auch auf jeden Fall an, denn, ne? Gucken wir uns dann auch noch an. Ja, also wie gesagt. Da hast du dann zum Beispiel auch schon wieder einen Vorteil. Anders als wie zum Beispiel die eigene Engine, die Lotus ja für sich nimmt. Ja, oder auch OMSI halt. Ne? Diese Spiele wirst du nie auf eine Konsole sehen. Weil das halt einfach für eine Konsole einfach nicht gemacht ist. Ihre Engine, die ist so systemlastig, dass es wahrscheinlich in der PlayStation einfach crashen würde. Ja? Weil es halt einfach programmiert wurde, um halt den PC halt standzuhalten, ne? Um das Ganze dann dementsprechend da auch die Anforderungen zu erfüllen. Aber wie gesagt, das wird eine Konsole wahrscheinlich halt einfach nicht schaffen. Und da hast du halt den Vorteil mit der Unreal Engine.
Deswegen sage ich, muss man jetzt gucken, wo die Reise mit Tramsim auf jeden Fall hingeht. Würde mich natürlich mega drüber freuen, wenn wir das Ganze hier mal betrachten können, dann auch mal auf einer Konsole. Wie gesagt, am meisten natürlich auf die PlayStation 5. Und dann schauen. Ich glaube auch, dass dieser Simulator auch echt gut ankommen würde. Ja, aber so ein paar Hänger dürfte er mir nicht übel nehmen. Aber im Großen und Ganzen läuft er ganz gut. Paulanergasse. Also mit dem Vorsignal finde ich mega nice. Ja, das könnten sie hier in Berlin auch mal ruhig einführen. Wie gesagt, auch hier zum Beispiel Fahrzeuge leider kein Sound. Uns ist schon, ja, uns sind jetzt heute mal drei Bahnen entgegengekommen, aber ihr seht, seitdem ist wieder nichts mehr. Ne? Also, ob jetzt hier noch was kommt, das ist natürlich jetzt eine andere Sache, aber ich befürchte fast nicht mehr. Oh, jetzt hat er hier nochmal ordentlich geleckt, jetzt hier. Dann nochmal noch eine Nachtfahrt machen. Wurde sich ja im Livestream relativ oft gewünscht, dass wir mal im tiefsten Dunkeln fahren. Ich bin ja ein Fan von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ich mag das sehr, wenn die Sonne gerade so rüberkommt und dann das Ganze beleuchtet. Aber wie gesagt, so zum Beispiel genau so ein Ding, ja, halt mit dem Schatten. Ja. Da wäre doch kein Mensch drauf gekommen, das Ganze mal zu deinstallieren. Scheinbar gab es da irgendwo einen Fehler, irgendwie was mit dem Update oder sowas. Wir mussten scheinbar den Schatten dann deaktiviert haben. Oh, ja, komm. Schon kriegst du Verspätung hier, ja? Nur weil wieder irgendein Hero die Türen wieder blockiert hat. Resselgasse. Ja, du kannst rumfahren. Ich halte mich an meine Verkehrsregeln. So. Ja, guck mal, der läuft hier einfach über die Straße hier. Schön. Das Witzige ist, wir können gegen KI-Autos fahren oder können gegen KI-Autos fahren, aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Mensch umfahren, das ist doch, kriegst du keine Fehlermeldung. Das sind immer so diese Sachen. Da hat man vielleicht ein bisschen gepennt. Oh Mann. Das ist ja lästig, ja? Karlsplatz. Umsteigen zu U2, U4. 4A. So Leute, aber ich würde sagen, hier machen wir unseren ersten Break. Wir sehen uns dann natürlich zur nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Also wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt einschalten beim nächsten Mal, wenn ihr den zweiten Part von Tramsim sehen wollt. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis denn.